Nehmen Sie mich mit. Nicht losfahren. Ganz einfach, wir wetten. Sagen wir 200. Du sagst, er wird verurteilt, ja? Zu 3 Jahren mindestens, wenn nicht noch mehr. Okay, 500 dagegen, Freispruch ohne Wenn und Aber. Solche Wetten gefallen mir. Wir werden ja sehen. Genau das werden wir. Herr Rechtsanwalt. Ach, Mensch, Frau Klose. Ja? Wie geht's? So gut wie lange nicht. Danke. Tag, Frau Klose. Tag, Herr Martulet. Ich hätte gerne Frikadelle mit Senf, bitte. Wie geht's denn Jürgen? Der ist zu früh. Das sagt er mir jeden Tag. Frau Klose, Telefon. Für mich? Das gibt's doch gar nicht. Entschuldigen Sie. Klose? Wer ist da? Ah, der Kuchen ist spitze. Du willst doch abnehmen. Na, im Prinzip schon, du, aber mitten im Prozess geht das nicht. Irgendeinen Prozess wirst du doch immer. Begreifst du die Tragik? Guten Appetit. Danke. Herr Dr. Frank? Ja? Man hat mir eben was gesagt, aber ich kann es nicht glauben. Was hat man Ihnen gesagt? Danke. Babyface Klose. Klose, das Milchgesicht, täuschen Sie sich nicht. Das war eine Schießerei unter schweren Jungs. Konkurrenzkampf im Milieu, kennen wir doch. Also ich kenne sowas nicht, aber wenn Sie das sagen. Die Claims im Milieu sind streng abgesteckt. Klose kam aus dem Knast und war ausgegrenzt. Als er sich jetzt trotzdem etwas holen wollte, wurde es lebensgefährlich für ihn. Haben Sie denn Anhaltspunkte dafür, dass er sich etwas holen wollte? In einem Schubfach seines Zimmers haben wir Kreditanträge gefunden. Über 30.000 Mark jeweils und an verschiedene Banken gerichtet. Ja, davon weiß ich. Klose hat während der Haftzeit seine Lehre als Kunstschmied abgeschlossen und wollte sich selbstständig machen. Naja. Aber die Banken haben die Anträge abgelehnt. Die Ablehnungsschreiben lagen neben den Anträgen. Ja, und? Was schließen Sie denn daraus? Nach Ablehnung der Anträge dürfte Klose versucht haben, sich das Geld auf anderem Wege zu beschaffen. Einbruch, Überfall, Hehlerei. Wie er es früher getan hat. Also Moment. Klose wurde nicht wegen einer Straftat verhaftet, er wurde ermordet. Sie fühlen sich noch immer als ein Verteidiger. Ja, genau so ist das. Wir haben Hinweise, dass Klose wenige Stunden vor der Tat in seinem alten Milieu gesehen wurde. Und wir haben die Aussage einer Zeugin, dass er seinen Mörder gekannt haben muss. Was ist das für eine Zeugin? Eine unbeteiligte Frau, die bei dem Anschlag verletzt wurde und jetzt im Krankenhaus liegt. Na, mein Güter. So, hier ist der Prozess Klose. Danke. Und in unserer Fotosammlung, da habe ich auch noch was gefunden. Das kenne ich ja gar nicht. Hat uns cool. Damals irgendeine Agentur geschickt. Ah, Klose. Ein Kaffee? Nee, danke, du? Nein, danke, ich auch nicht. Danke, Jäger. Ah, hier beschwörst du gerade die Unschuld deines Mandanten. Das habe ich bestimmt nicht getan. Er war nicht unschuldig. Das ist doch die Mutter. Sie war jeden Tag im Gerichtssaal. Sie hat an ihn geglaubt. Auch als sie schon längst nichts mehr zu glauben gab. So sind Mütter. Meine hat auch bis zuletzt geglaubt, ich wäre zu was Höherem geboren. Naja, du siehst ja. Ja. Sie hat auch ein schlechtes Gewissen gehabt vielleicht. Als sie jung war, hat sie ihr Geld in Nachbars verdient. Sie war mal sehr hübsch. Ihren Sohn hatte sie bei irgendwelchen entfernten Verwandten untergebracht.
Ja, dann ist sie krank geworden, dann war sie für den Job nicht mehr zu gebrauchen. Und dann hat sie den Jungen wieder zu sich genommen. Und nebenbei hat sie als Küchenhilfe und Krankenpflegerin gearbeitet. Unter anderem auch bei meiner Mutter, da erkenne ich sie ja überhaupt. Später habe ich ihr den Job in der Gerichtskantine besorgt. Ja, und als ihr Sohn dann straffällig wurde, hat sie mich gefragt, ob ich ihn verteidige. Ach Gott, die Arme. Wenn sie erfährt, dass er seine guten Vorsätze über den Haufen geworfen hat. Sie wird es erfahren. Ich habe neulich noch mit ihm gesprochen und da war ich mir absolut sicher, dass er seine Lage begriffen hat. Naja. Sag mal, hast du Zeit für ein paar Recherchen? Was wären denn das für Recherchen? Wenn die Theorie der Polizei nicht stimmt, wenn Klose also einem ganz gewöhnlichen Mordanschlag zum Opfer gefallen ist, dann möchte ich, dass seine Mutter das weiß. Du kennst meinen Satz. 500 am Tag. Spesen extra. Vor zwei Tagen hat sie eine Schießerei gegeben. Fast vor ihrer Tür. Ich habe nicht viel mitbekommen, weil die Dudelkiste lief. Erst als dann die Polizei kam mit Tatü, Tata, da bin ich dann raus. Und? Nichts und. Die Hauptsache war ja schon vorbei. Bloß die Leiche lag noch da. Die haben sie dann eingepackt und weg. Ja, wie man das so macht. Prost. Die Frau kam auch weg, die bei der Ballerei was abgekriegt hat, aber im Rettungswagen. 10 Minuten vorher hatte sie noch hier gesessen. So ist das. Nirgends ist man mehr sicher. Ich gehe kaum noch auf die Straße. Die Frau, die bei der Schießerei verletzt wurde, hat hier gesessen? Fast eine Stunde, bei einem Glas Tee. War sie allein hier? Sie hat auf jemanden gewartet, aber der kam nicht. Da ist sie gegangen. Irgendwie passte sie auch nicht hierher. Hatten Sie an dem Abend viele Gäste? Sieht der Laden so aus, als ob hier viele Gäste herkämen? Schlechte Zeiten, wie? Das kann man wohl sagen. Ja, ich suche jemanden, der mir was über die Schießerei von vorgestern Abend erzählen kann. Haben Sie was gesehen? Einen Dreck habe ich gesehen. Bulle, was? Nichts weiß ich. Bulle, wie ich wohl aussehe. Was ist das für ein Besuch? Ein Freund? Ein Rechtsanwalt. Und wir spielen nachher noch mal. Wenn ich schaffe. Sie läuten, wenn Sie etwas brauchen. Danke. Tschüss. Sie sind der letzte Mensch, der Jürgen Klose lebend gesehen hat. Als die Schüsse fielen, saßen Sie in Ihrem Auto, richtig? Das habe ich alles schon lang und breit der Polizei erzählt. Ich habe Jürgen Klose ein paar Mal verteidigt. Er war mein Mandant. Er war ein Verbrecher, nicht wahr? Das hat Ihnen die Polizei gesagt? Ja. Bitte erzählen Sie. Bitte. Er schlug an mein Fenster und schrie etwas. Ich dachte, er wollte mir den Wagen wegnehmen. Ich hatte Angst. Dann kam der andere Wagen, ein ziemlich großer und teurer. Der Fahrer rief ihrem Mandanten etwas zu und der schrie zurück. Aber vielleicht war es auch umgekehrt. Dann fielen die Schüsse und ich spürte einen Schlag. Eine Kugel traf mich in den Rücken. Sie war für ihren Mandanten bestimmt.
Aber sie hätte um ein Haar meine Wirbelsäule zerschlagen. Konnten Sie der Polizei eine Beschreibung des Täters geben? Man hat mir Fotos aus der Verbrecherkartei gezeigt, aber ich habe ihn nicht wiedererkannt. Sie hatten an diesem Abend eine Verabredung in einer Gaststätte direkt am Tatort. Darf ich fragen, mit wem? Mit einem Verwandten, einem Vetter. Der dann aber nicht gekommen ist. Ist das wichtig für Sie? Oh, komm, jetzt aber nach hinten. Hopp. Hopp. Umba. Willst du fahren oder was? Führerschein gibt's erst ab 18. Komm, rüber, komm, mach Platz. Ja? Ich versuch schon seit einer Stunde. Du wolltest doch zum Tatort kommen. Ich habe gerade eine interessante junge Dame kennengelernt und sehr attraktiv ist sie auch noch. Das heißt, du kommst nicht mehr. Oh, Josef, so langsam solltest du wissen, dass ich in ein paar Dingen völlig anders bin als du. In einer Viertelstunde bin ich bei dir, ja? Wiederhören. Das ist die Kneipe, in der die Zeugin gesessen hat. Und da hinten am Verladekran stand der Wagen, auf den sie draufgeknallt ist. Jetzt frage ich mich eins. Klose ist der Zeugin hinterhergelaufen, weil er sich in ihren Wagen retten wollte. Eine andere Erklärung gibt's nicht. Aber warum ist er nicht da zur Kaimauer gelaufen? Die Treppe runter und den Steg entlang. Da hätte der Mörder keine Chance gehabt, ihn zu verfolgen. Ende der Jagd. Aber was tut dein Schützling? Er rennt die Straße entlang und versucht, den fremden Wagen zu erreichen. Warum? Weil Menschen in Panik nicht immer das Richtige tun. Glaube ich nicht. Die tun genau das Richtige. Instinktiv. Denk mal drüber nach. Ich denke noch über ganz was anderes nach. Ich wollte mal fragen, ob ich... Die ist draußen im Park oder im Aufenthaltsraum. So. Ja, vielen Dank. Berührt, geführt. Was soll ich denn jetzt machen? Aufpassen, das sage ich dir doch dauernd. Mindestens 3 Züge vorausdenken. Das kann ich nicht. Frau Landers, Telefon für Sie. Danke. Ist erlöst. Landers? Ja, Rechtsanwalt Frank, Name Frau Landers. Störe ich? Ich muss Schach spielen. Es geht ganz schnell, ich würde Ihnen nur gerne eine Frage stellen. Da kann ich ja wohl schlecht Nein sagen. Sie hatten doch am Tatabend eine Verabredung mit Ihrem Vetter. Warum haben Sie sich ausgerechnet in dieser gottverlassenen Kneipe am Hafen verabredet? Die Kneipe habe ich nicht ausgesucht. Und die Gegend kannte ich gar nicht. Der Vorschlag kam von meinem Vetter. Außerdem ist das ja wohl... Hallo, hören Sie mich noch? Frau Landers? Frau Landers? Der Mann, der geschossen hat, ist hier. Frau Landers, Sie müssen sofort... Er bleibt stehen. Er sieht mich an. Er kommt näher. Rufen Sie sofort laut um Hilfe, Frau Landers. Hallo? Frau Landers? Hallo? Josef? Was hast du denn? Siehst du den Mann an der Tür? Claro. Was macht er? Er schaut uns zu. Und? Er lacht. Er ist lustig. Und jetzt? Steht immer noch da. Fast in die Tasche. Vorsicht! Hier ist er weg. Was wollte denn der? Oh!
finde ich denn Frau Landers? Sie sehen doch, sie ist nicht hier. Ich habe ja auch nur gefragt. Entschuldigung, Frau Landers? Frau Landers ist jetzt nicht zu sprechen. Es ist wichtig. Ich bin ein Mitarbeiter von Rechtsanwalt Frank. Das ist in Ordnung. Guten Tag. Guten Tag. Höchstens 5 Minuten, ja? Mein Name ist Matula. Ihr Telefongespräch mit Dr. Frank wurde plötzlich unterbrochen. Sie sagten noch, dass der Mann, der geschossen hat... Ja, er war plötzlich da. Glauben Sie, dass er noch hier auf dem Gelände ist? Ich weiß nicht. Was hat er hier gewollt? Sie sind Zeugin des Anschlags. Vielleicht wollte er testen, ob Sie ihn wiedererkennen. Und vorher wusste er, dass ich im Krankenhaus bin? Über Ihr Kraftfahrzeugkennzeichen hatte er Ihren Namen ermittelt. Dann brauchte er nur noch die Krankenhäuser in der Umgebung anzurufen. Haben Sie die Polizei benachrichtigt? Das waren die Schwestern. Wenn er sich noch hier auf dem Gelände befindet, dann weiß er jetzt, dass Sie ihn erkannt haben. Wie lange müssen Sie noch hier bleiben? Die Ärzte meinen, die Wunde würde gut verheilen. Sie sollten überlegen, ob Sie nicht das Krankenhaus wechseln. Vielleicht können Sie auch schon nach Hause. Ich glaube nicht, dass das geht. Ich lebe in Hamburg. Ich war nur hier, weil meine Mutter ist gestorben. Und ich muss mit meinem Vater und meinem Bruder den ganzen Nachlass ordnen. Sie haben den Täter 2-mal gesehen. Einmal am Mordabend und eben hier. Ich kenne da jemanden, der ist darauf spezialisiert, Verbrechergesichter zu zeichnen. Vielleicht können wir mit Ihren Angaben ein Bild von dem Mann anfertigen. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Mir wird das alles zu viel. Frau Landers, als Sie vorhin mit Dr. Frank telefonierten, sagten Sie, Sie spielen gerade Schach. Einem kleinen Patienten, einem Jungen. Vielleicht kann der uns weiterhelfen. Der hat ihn ja sicher auch gesehen. Kurz, Knut. Kenn ich nicht. Meier, Sven. Nie gesehen. Arndt, Harry. Nein. Hansen, Jens. Auch nicht. Und der? Fleckmann, Peter. Vor 3 Wochen beim Überfall auf ein Münzgeschäft beteiligt. Ich kenne ihn nicht. Ich kenne alle diese Leute nicht. Wie oft soll ich Ihnen das noch sagen? Ich denke, Sie sollten jetzt wirklich aufhören. Einverstanden. Aber ich bin noch nicht fertig. Warten Sie bitte draußen, Frau Klose. Ich muss mit Herrn Rutti noch kurz sprechen. Wiedersehen. Ich komme dann gleich, ja? Ja, ja. Konkurrenzkampf im Milieu. Das ist so Ihre schöne, einfache Theorie, damit Sie den Fall auch möglichst schnell abschließen können, nicht wahr? Unsinn. Wir haben die Geschosse aus dem Leichnam des Opfers untersuchen lassen. Sie wurden aus einer Waffe abgefeuert, mit der vor 1,5 Jahren der Kassierer eines Supermarkts in Frankfurt-Niederrad erschossen wurde. Wir wissen nicht, wer damals der Täter war, aber er ist mit Sicherheit auch im Milieu zu Hause. Wir bewegen uns langsam, aber sicher auf unser Ziel zu. Und was ist Ihr Ziel? Den Mörder Ihres Mandanten zu finden. Das ist doch auch Ihr Interesse, oder? Die Polizei meint, dass er was vorhatte. Dass er sich was holen wollte, was ihm nicht gehörte. Glauben Sie das? Glauben Sie, dass er alles vergessen hatte, was er mir versprochen hat? Nein. Nein, das glaube ich nicht. Er war doch ein guter Junge. Er hatte nur keinen Halt, wenn er einen Vater gehabt hätte. Aber ich musste ja immer Geld verdienen. Er hat sie sehr gern gehabt. Das hat er mir immer wieder gesagt. Er hat genau gewusst, was sie für ihn getan haben. Thank you.
den Typen hier in der Gegend schon mal gesehen? Oder sonst wo? Haben Sie den gemalt? Ein Bekannter. Soll das eine Glatze sein? Ja. So einer war mal hier, aber mit Hut. Wissen Sie auch noch, wann das war? Die Ballerei war am Sonnabend, am Tag davor, Freitag war er hier. Was hat er denn gewollt? Ein Zimmer für zwei Nächte. Oben haben wir so zwei kleine Zimmer. Im Notfall für Schiffer. Aber wenn Sie vielleicht mal mit einer Freundin rein wollen? Komme ich gern drauf zurück. Hat er seinen Namen genannt? Das hat er. Wie hieß er denn? Hören Sie, Herzchen, wenn Sie glauben, dass Sie hier... Herzchen höre ich gern. Was soll das? Kleine Starthilfe für die Auskunft. Freitag, der 12. Zimmer 3. Kulak, Walter. Danke. War aber ein Windei. Ich habe ihn gefragt, ob er das Zimmer sehen will. Nö, hat er gesagt, nicht nötig. Abends kommt er dann mit dem Gepäck. Und, ist er gekommen? Er hat nichts von sich hören lassen. Deswegen hat doch auch die Frau umsonst gewartet. Welche Frau? Na, die den Tee getrunken und bei der Ballerei was abgekriegt hat. Als sie kam, hat sie gefragt, ob der Herr Kulak da ist. Und als sie ging, hat sie gesagt, wenn er noch kommt, soll ich ihm sagen, dass sie gewartet hat. Aber der Kulak ist ja nicht gekommen. Du passt gut auf, Herzchen. Ich denke die ganze Zeit, wenn ich den Mann mitgenommen hätte, vielleicht wäre er noch am Leben. Vielleicht wären sie auch beide Tote. Das könnte sein. Der Vetter, mit dem Sie sich treffen wollten, hat doch sicher einen Namen. Können Sie mir den sagen? Das könnte ich, aber ich weiß nicht warum. Haben Sie mal den Namen Kulak gehört? Walter Kulak? Könnte sein, dass Ihr Vetter so heißt. Sagen Sie mal, was wollen Sie eigentlich von mir? Sie sagten, Ihr Vetter hätte diesen entzückenden Treffpunkt vorgeschlagen. Wissen Sie auch, warum? Er kommt von drüben. Ach, das sagt man nicht mehr, ich weiß. Er kommt aus Potsdam. Er hat nicht viel Geld und wollte billig übernachten. Das Zimmer in der Hafenkneipe ist nicht sehr teuer. Ich wollte ihn auch nur abholen. Eigentlich wollte er schon zur Beerdigung meiner Mutter kommen. Erinnern Sie sich, wann Sie Ihren Vetter zum letzten Mal gesehen haben? So von Angesicht zu Angesicht. Ich habe ihn noch nie gesehen. Besuchen ging er früher schlecht. Ich weiß nicht mal, wie er aussieht. Da kann ich Ihnen vielleicht helfen. So sieht er aus. Aber das ist doch der Mann... der Jürgen Klose ermordet hat, genau. Und der am Tag davor nach einem Zimmer gefragt hat. Unter dem Namen Kulak. In der Kneipe, in der Sie gewartet haben. Jetzt fällt Ihnen gar nichts mehr ein. Mir ging es genauso. Heike. Grüß dich. Guten Tag, Martin. Das ist mein Bruder Dr. Felder und das ist Herr... Matula. Guten Tag. Ich habe dich überall gesucht. Keine von den Schwestern wusste, wo du steckst. Danke. Das ist von Vater, Vitamine. Herr Matula ist Privatdetektiv. Er arbeitet an dem Fall. Meine Schwester hat uns angerufen, nachdem der Mann hier aufgetaucht ist. Wir machen uns Sorgen. Wir wollen Sie nach Hause holen. Das ist sicher gut so. Also, sie verabredet sich mit ihrem Vetter Kulak. Ausgerechnet im Hafen, in einer Gegend, wo sich nicht mal Fuchs und Hase gute Nacht sagen würden. Aber sie wartet an ihrem Verabredungsort vergeblich, während ihr Vetter ganz in der Nähe einen Menschen umbringt. Weiter. Der Vetter hat zwar kein Geld für ein anständiges Hotelzimmer, aber am Tatort taucht er mit einer ziemlich teuren Kiste auf. Na gut, die kann er sich geliehen haben. Oder er hat sie geklaut. Und noch mehr. Drei Tage nach der Tat taucht Vetter Kulak im Krankenhaus auf. Er steht 10 Meter von der Zeugin entfernt. Aber die Zeugin sieht sich außerstande, an der Täterskizze mitzuarbeiten. Wie ist diese Verabredung überhaupt zustande gekommen? Hat sie das erzählt? Der Herr Vetter hat angerufen. 3 Tage nach der Beerdigung der Mutter. Aber sie hatte ihren Vetter doch noch nie gesehen und kannte seine Stimme nicht. Vielleicht gab es diese schöne Verabredung ja auch gar nicht. Und warum war sie dann am Tatort? Und zwar ausgerechnet ganz genau zur Tatzeit? Und warum hat sie Jürgen Klose nicht mitgenommen, als er sich in ihren Wagen retten wollte? Ja, ja, an der Geschichte passt einiges nicht zusammen. Ist ganz einfach. Sie lügt. Möglicherweise.
Tag. Guten Tag, Rechtsanwalt Franke. Ich hatte mich telefonisch angemeldet. Ich weiß Bescheid. Meine Schwester ist leider noch nicht da. Aber mein Vater erwartet, sie kommt. Danke. Meine Frau war eine geborene Kulak. Ihr Bruder heißt auch so. Und seine Frau und die Kinder. Haben Sie die Verwandten mal kennengelernt? Sie leben drüben. Und Sie wissen ja, die Verbindung war nicht sehr stark. Briefe zu den Geburts- und Festtagen. Freundlichkeiten. Nicht mehr. Zigarre? Nein, danke. Ich rauche schon lange nicht mehr. Aber es gibt ein Foto. Sie haben es zu irgendeiner Gelegenheit geschickt. Es war gar nicht so einfach zu finden. Da ist es. Mhm. Ein Gruß aus Potsdam. Die ganze Familie. Stefan, das ist der Bruder, Lotte, seine Frau und die Kinder. Petra, Helmut und Walter. Und mit Walter war Ihre Tochter verabredet? Ja. Wie alt ist denn das Foto? 20 Jahre, vielleicht 25, ich weiß nicht. Ich habe meine Frau damals noch nicht gekannt. Wir haben uns erst vor 12 Jahren kennengelernt. Ich war schon einmal verheiratet, meine Frau ebenfalls. Die Kinder stammen aus unseren ersten Ehen. Aber sie haben sich trotzdem sehr gut verstanden. Schön. Sagen Sie, haben Sie dieses Gesicht schon mal gesehen? Nein. Nein, bestimmt nicht. Und Sie, Herr Felder? Ich glaube nicht. Wer soll denn das sein? Der Mann, mit dem Ihre Tochter am Tatabend verabredet war. Walter Kulak. Sind Sie ganz sicher, dass dieser Mann der Vetter ist? Nein. Nein, das bin ich nicht. Sie hat immer wieder sehr seltsame Bekannte. Wie meinen Sie das? Ah, vergessen Sie es. Sie ist ein großartiges Mädchen. 5-8. Danke. Na du? Also, laut Telefonauskunft gibt es nur einen einzigen Teilnehmer Kulak in Potsdam, und zwar ein gewisser Stefan Kulak. Ja, ist doch gut. Das ist der Vater von unserem Kulak. Aha. Versuchen Sie doch da, Helga. Kulak? Ja, Herr Kulak, hier Rechtsanwaltskanzlei, Dr. Frank. Ich verbinde Sie mal weiter. Tag, Herr Kulak, Frank. Ich würde gerne mit Ihrem Sohn Walter sprechen. Können Sie mir sagen, wo ich ihn erreiche? Den Walter? Den gibt's nicht mehr. Der ist vor 2 Jahren weggegangen. Er hat nicht gesagt, wohin. Und wir haben auch nichts mehr von ihm gehört. Oh, das tut mir leid. Ja, dann entschuldigen Sie bitte die Störung. Wiederhören. Ihr Vetter Kulak wollte eigentlich schon zur Beerdigung kommen. Das haben Sie doch gesagt. Oh, bitte. Danke. Das hat er mir am Telefon gesagt. Das ist seltsam. Ihr Vetter hat alle Kontakte zu seiner Familie abgebrochen. Seit 2 Jahren. Wie konnte er dann vom Tod Ihrer Mutter wissen? Warum fragen Sie mich das? Sie haben uns die ganze Geschichte so erzählt. Wie wäre es, wenn Sie uns zur Abwechslung mal erzählen, wie es wirklich war? Sie unterstellen mir, dass ich lüge. Ich unterstelle Ihnen noch mehr. Sie haben etwas mit diesem Mord zu tun. Ich weiß nur noch nicht, was. Ich glaube, es ist besser, wenn Sie jetzt gehen. Es ist soweit. Danke. Heike! Warten Sie. Du wolltest mir doch noch auf Wiedersehen sagen. Das habe ich vergessen. Entschuldigung. Bringen Sie den Rollstuhl bitte in den Koffer. Ich danke Ihnen. Danke. Und vergiss nicht, immer 3 Züge vorausdenken. Ich werde es versuchen. Tschüss. Tschüss, du. Wir verlieren uns sicher nicht aus den Augen. Jetzt gut. Du kommst auch bald raus. Guck mal da drüben, der Mann am Motorrad, den wir gezeichnet haben.
Marie! Geh wieder rein. So denn? Der Garten war so schön im Sommer. Das hat alles er gemacht. Er wollte auch noch einen Anbau an die Laube, dass wir ein Zimmer mehr haben. Er hatte schon Pläne gezeichnet. Sie können sich nachher welche mitnehmen. Oh ja, gern. Danke. Glauben Sie, dass er sich das wirklich alles selber eingebrockt hat? Es gab gewisse Momente, da habe ich es geglaubt. Jetzt glaube ich es nicht mehr. Sagen Sie, haben Sie diese Frau schon mal gesehen? Wer ist das? Sie war dabei, als Jürgen ermordet wurde. Ich kenne sie nicht. Hat Jürgen schon mal den Namen Heike Landers erwähnt? Kann ich mich nicht erinnern. So heißt diese Frau. Hat er was mit ihr gehabt? Ach, das muss keine Liebesgeschichte gewesen sein. Er hatte ja seine Sulay San oder San Lai Su. Ich habe mir den Namen nie merken können. Dieses Thai-Mädchen. Ach, davon haben Sie ja nie erzählt. Die Sache war vorbei, Gott sei Dank. Sie war so eine, Sie wissen schon. Als er ins Gefängnis musste, hat sie Schluss gemacht. Aber vergessen hat sie nicht. An dem Morgen, als es passierte, da stand sie plötzlich in der Gartentür und hat mit ihm gesprochen. Wie in alten Zeiten. Haben Sie verstanden, worüber Sie geredet haben? Ich war ja in der Küche. Können Sie mir sagen, wo man diese San Lai Su oder Su Lai San erreichen kann? Sunan Thai,
was heißt das? Die Schöne der Nacht oder alles, was du willst? Es heißt, leck mich am Arsch. Auch ein schöner Name. Moment. Ich stelle die Alarmanlage an. Um Gottes Willen, da kommt die Polizei und stellt Fragen. Und das können sie doch gar nicht gebrauchen, oder? Was willst du? Ich bin Privatdetektiv. Ich möchte mit Ihnen über Jürgen Klose sprechen. Kenn ich nicht. Aber seine Mutter kennt sie. Darf ich reinkommen? Als Sie am Sonnabend bei Jürgen waren, was haben Sie da besprochen? Nichts besprochen. Schneller Lummer in Auto. Er hat's nötig gehabt. Babyface Klose, das Milchgesicht, sieh an. Haben Sie den Mann schon mal gesehen? Kenne ich nicht. Zurzeit ist er mit einem geklauten Motorrad unterwegs. Und höchstwahrscheinlich hat er Jürgen Klose erschossen. Wenn er geschnappt wird und der Polizei erzählt, dass er sie kennt. Was soll ich Ihnen sagen? Den Namen und die Adresse von dem Typen. Aber ich weiß es nicht. Sagen Sie mal, haben Sie eigentlich eine Arbeitserlaubnis oder einen Gewerbeschein? Sie gehen doch einem Gewerbe nach. Also, wie heißt er? Wo wohnt er? Und was hat er mit Jürgen Klose am Hut? Also? Felder? Da, Herr Felder, Rechtsanwalt Frank. Wie geht's denn Ihrer Schwester? Sie ist bei uns und das tut ihr gut. Das freut mich. Soll ich Sie an den Apparat holen? Nee, das ist nicht nötig, aber... Richten Sie doch bitte aus, mein Mitarbeiter Herr Matula hat mich gerade angerufen. Der Mann, mit dem Ihre Schwester am Tatabend verabredet war, heißt nicht Kulak, sondern Watschek. Und er wohnt auch nicht in Potsdam, sondern hier in Frankfurt. Ja, aber das hieße doch... Ja, das heißt, dass Ihre Schwester am Tatabend zwar eine Verabredung hatte, aber nicht mit Ihrem Vetter. Richten Sie das bitte aus und schöne Grüße, ja? Ich richte alles aus. Wieder. Auf Wiederhören, Herr Rechtsanwalt. Was gibt's? Kennst du einen Heinz Watschek? Wieso? So heißt der Typ, mit dem du verabredet warst, als der Mann erschossen wurde. Ich habe den Namen noch nie gehört. Du kennst eben zu viele Leute. Leider nicht die besten. Was soll das? Ich bitte euch, das ist doch... Naja, mir fällt da manchmal was ein. Was denn? Sag's doch. Entschuldige. Ich wollte dich nicht kränken. Bist du weg? Ich muss ein bisschen frische Luft schnappen. I'm looking for Watschek. Do you know where he is? Where he's always at when he's not in his bar. Which bar? The Blue Angels or maybe the Seagulls. I see. Or maybe at home. Thank you. Did you have a fight with him? No, not really. See you. La gong. La gong. Wo ist er? Riesebachstraße 14. Danke. Kommst du mit? Nein, danke. Mir langs. Wir sprechen uns noch. Thank you.
Herr Watschek! Bitte versteh nicht. Wie stellst du dir das hin? Wie soll es denn dann weitergehen? Wir haben Verträge unterschrieben und Schulden bis zum Hals! Und willst du in diesem Dreck auf dir bleiben? Ich nicht! Dein Gewissen, ja, das hättest du noch vor 4 Wochen haben sollen, als ihr alles geplant habt. Aber dann, als ich es getan habe, da hast du dich doch drauf eingestellt. Watschek, ich habe eine gute Nachricht für dich. Mensch, ich habe dich aufgenommen, hast du das vergessen? Nein, aber ich komme damit nicht klar. Mich belastet das. Immer nur du. Mensch, aber wie es mir dabei geht, danach fragst du mich. Eine geschlagene Stunde habe ich die Wohnung durchsucht. Kurz vorm Aufgeben habe ich das gefunden. Ein Pornoheft? Lag zwischen alten Zeitungen. Schlag mal auf. Und was ist das hier? Das dürfte die Lösung des Falls sein. Deswegen ist die Wohnung durchwühlt worden und deswegen musste Watschek sterben. Das ist das Fahrzeug der Zeugin mit dem Hamburger Kennzeichen. Und zweimal die Zeugin selbst. Aus dem Fotoalbum. Na, tickt was? Sag mal, das wäre ja... Ne? Watschek hat die Fotos bekommen, um Heike Landers zu erkennen. Sie ist nicht versehentlich getroffen worden, sie sollte getroffen werden. Richtig, der Anschlag galt ihr, nicht Klose. Sie ist in den Hafen gelockt worden, um umgebracht zu werden. Ja, aber warum? Und Klose, warum wurde Jürgen Klose erschossen? Warum war er am Tatort? Was hat er mit der Sache zu tun? Du bist gemein. Entschuldige. Kannst du noch? Ein bisschen. Was ist denn? Nichts weiter. Aber vielleicht kennen Sie jemanden, der einen blauen Wagen fährt. Zum Beispiel einen Jaguar. Ich selber, ich besitze einen. Und haben Sie den Wagen heute benutzt? Ich war den ganzen Tag zu Hause. Aber Sie wissen, wer ihn benutzt hat. Ja. Vor 10 Tagen ist Ihre Frau gestorben. Ich nehme an, sie hat ein Testament gemacht? Ja. Wann war denn die Testamentseröffnung? Ja, gut. Am Tag nach ihrer Beerdigung. Können Sie uns sagen, welche Bestimmungen sie festgelegt hat? Heike ist die Alleinerbin. Sie bekommt das Vermögen, die Geschäfte und das Haus. Ich behalte bis zu meinem Ende das Wohnrecht hier. Und Ihr Sohn? Er war der Stiefsohn meiner Frau. Der Sohn aus meiner ersten Ehe. Er hat sich nicht so gut mit ihr verstanden. Sie hat ihn nicht berücksichtigt. Dürfen wir stören? Eine Pause ist mir ganz lieb. Guten Tag. Guten Tag. Tag, Herr Rechtsanwalt. Guten Tag. Herr Matula. Guten Tag. Erinnern Sie sich, was ich Ihnen neulich gesagt habe? Sie spielen eine Rolle bei diesem Mord. Aber das habe ich nicht ernst genommen. Eigentlich sollten Sie das Opfer dieses Mordanschlags werden. Sie hatten bloß Glück. Aber wieso denn?
Das verstehe ich nicht. Wenn Sie bei diesem Anschlag umgekommen wären, und genau das war ja beabsichtigt, wem wäre das Vermögen zugefallen, das Sie von Ihrer Mutter geerbt haben? Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Nach den Bestimmungen des Testaments wäre es an Ihren Stiefvater gegangen. Und nach dessen Ableben, ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass es Ihnen gesundheitlich nicht so gut geht, wäre es selbstverständlich an Ihren Stiefbruder gegangen. Es wird kühl, wenn man nicht spielt. Herr Dr. Felder, haben Sie heute Nachmittag den Wagen Ihres Vaters benutzt? Ja, ich habe ein paar Besorgungen gemacht. Auch in der Griesebachstraße? Auch bei Heinz Watschek, der den Auftrag hatte, Ihre Schwester umzubringen? Sie machen jetzt, was ich sage. Ist das die Waffe, mit der Sie Ihren Killer zum Schweigen gebracht haben? Lassen Sie das Ding da stecken. Das ist doch Wahnsinn, was du da... Hol den Wagen aus der Garage. Na, mach schon. Ein Schwitz bald! Was hast du vor? Mach die Tür auf. Heike, du fährst. Kann ich. Los, steig ein. Au! Das hat doch keinen Sinn, Sie kommen doch nicht rein. Das werden wir ja sehen. Fahr los, mach schon. Hier. Ja, Rechtsanwalt Frank. Ich melde eine Geiselnahme. Der Täter fährt mit seinem Opfer von Königstein in Richtung Eschborn. Er benutzt einen dunkelblauen Jaguar. Kennzeichen Frankfurt, Otto, Martin, 1. Frankfurt, Otto, Martin, 1. Dunkelblauer Jaguar. Ja, ich rufe vom Anschluss 69 14 16 an. Mach schneller. Ich hab Schmerzen. Halt die Klappe! Hinter dem Jaguar. Auf der alten Landstraße zwischen Königstein und Eschborn. Wir haben verstanden. Landstraße zwischen Königstein und Eschborn. Jetzt passieren wir gerade die Kläranlage. Sehr gut, bleiben Sie dran. Wir haben verstanden. Wir schicken unsere Leute hin. Ich bleibe hinter ihm. Ich melde mich wieder. Er hat Jura studiert. Ein glänzendes Examen gemacht. Dann ist er in die Wirtschaft gegangen. Jetzt wollte er im Osten einen Betrieb übernehmen. Er hatte bloß noch nicht die Geldgeber zusammen. Ja, ja. Da hat er sich halt eine andere Finanzierungsart ausgedacht. Halt an. Na los, halt an! Mach schon, geh um!
Bus aussteigen, Ende der Reise. Na komm. So, das ist der Herr. Kommen Sie. Kommen Sie, ich helfe Ihnen. Es ist alles vorbei. Alles in Ordnung? Es scheint so. Vielen Dank für alles. Das ist mein Job. Kommen Sie, wir gehen. Entschuldigung, ich habe bloß noch Angst, wenn jemand kommt. Ich denke, ich höre wieder was Schlimmes. Nein, Sie hören nichts Schlimmes mehr, Klößchen. Guten Tag, Frau Klose. Solantay wusste von Wacheks Mordauftrag. Er hatte ihr in betrunkenem Zustand das Geld gezeigt, das er als Anzahlung bekommen hatte. Sie hat versucht, ihm die Sache auszureden, weil sie Angst hatte, in irgendwas reingezogen zu werden. Sie hatte ja weder eine Arbeitsgenehmigung noch eine Aufenthaltserlaubnis. Aber Wacek lachte sie aus und darum fuhr sie zu ihrem alten Freund Jürgen. Das war das Gespräch, das Sie am Vormittag des Tattages am Gartenzaun beobachtet haben. Sie ist immer gekommen, wenn sie Schwierigkeiten hatte. Und er hat ihr immer geholfen. Setzen Sie sich doch. Danke. So war das auch diesmal. Er fuhr zu seinem alten Kumpel, aber Wacek war nicht zu Hause. Jürgen wusste von früher, wie er in die Wohnung von Wacek kam. Da hat er die Fotos der Frau gefunden, die ermordet werden sollte, und den Hinweis auf die Hafenkneipe. Wenn er danach die Polizei benachrichtigt hätte, dann wäre er jetzt noch am Leben. Das hätte er nie getan. Einen alten Kumpel verraten. Niemals. Und wenn der noch so schlimm war. Also fuhr er zum Tatort, um Wacek abzufangen. Als die Frau, die er auf den Fotos gesehen hatte, aus der Gaststätte kam, lief er ihr nach, um sie zu warnen. Er rettete ihr das Leben und verlor sein eigenes dabei. Er war ein guter Junge. Ja. Und ein Mutiger dazu.